Yvonne Schäfer kennt zwar keine Zauberer, aber die braucht sie auch nicht, denn ihre Wünsche erfüllt sich die Frankfurterin auch so. Letztes Jahr wurde Yvonne zum Action Girl gewählt, jetzt macht das Model ihrem Titel alle Ehre und wagt sich als Co-Pilotin in einen Helikopter. Möglich macht das Abenteuer die Firma Transair in Egelsbach. Und das Beste, auch sie könnten demnächst abheben. Meine Kollegin Lisa Habib zeigt Ihnen wie. Sie hat Power, liebt Action und ist sehr sexy. Yvonne Schäfer hat bislang einige Sportarten ausprobiert, aber einen Heli ist sie selber noch nie geflogen. Heute will das Frankfurter Model es wissen und macht bei Heli Transair in Egelsbach einen Schnupperkurs mit. Nach einer halben Stunde Theorie will sie endlich abheben. Nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft ist die Frankfurterin nicht zimperlich. Was bei ihr außergewöhnlich war, ist, dass sie eigentlich keinerlei Angst oder sowas hat. Also der Hubschrauber hat mordsmäßige Bewegungen gemacht. Wir sind stark nach links und nach rechts geschwankt. Und normalerweise sagen dann die Schüler, ah oder oh, oder könntest du mal schnell übernehmen? Und sie überhaupt nicht. Also sie war völlig gelassen. Scharfe Kurven, die machen eher nichts aus. Ganz im Gegenteil, Yvonne braucht den Adrenalinschub. 10 Meter über dem Boden, sie muss lenken, bremsen und gleichzeitig das Armaturenbrett im Auge behalten. Jeder Anfänger wäre da völlig überfordert. Für Yvonne ist das ein Riesenspaß. Am liebsten würde sie den ganzen Tag in der Luft bleiben. Ein Heli-Schnupperkurs in Egelsbach kostet mit dem kleinen Flitzer rund 360 Euro. Zwar kein billiges, aber ein unvergessliches Erlebnis in der Luft. Unser Action-Girl Yvonne kann nach 2 Stunden Flugspaß zwar nicht ganz alleine den Hubschrauber steuern, aber es war mit Sicherheit nicht ihr letzter Flug.